Mein Name ist Patrick Kötter, ich bin und arbeite, oder ich bin ja, stimmt gar nicht, ich bin gar nicht dieses Vier, ich arbeite bei dieses Vier. Ich war letztes Jahr schon hier und habe über Dane gesprochen. Was ich heute vorhabe ist, ich möchte auch nochmal ein kleines Roundup machen, was so bei Dane passiert ist. Ich möchte aber auch über zwei kleine Projekte sprechen, die uns zurzeit in der Firma beschäftigen. Mich interessiert vor allem, was ich möglicherweise auch als Input von hier, von euch bekommen kann, weil wir das Ding irgendwie open sourcen wollen und wir wollen auch, dass die Sachen dann draußen irgendwie brauchbar ankommen und sinnvoll verwendbar sind. Schauen wir mal. Zum Dane-Update selber. Noch kurze Erinnerung, was war Dane? Dane war die Möglichkeit oder etabliert einen Standard, mit dem es möglich ist, vor einer TLS-Session sicherzustellen, dass man auch mit der richtigen Entität spricht. Sprich, das Gegenüber zu identifizieren und auch bestimmte andere Möglichkeiten von Angriffen auszuschließen, wie eine Man-in-the-Middle-Attacke oder ein Session-Downgrade. Was ist seitdem passiert? Nun, endlich, das darf ich diesen Monat endlich sagen, endlich, ja, ist Dane zu einem RFC-Standard geworden. Das ist möglicherweise gar nicht so, oder möglicherweise doch überraschend, weil es waren dann doch nur 2 Jahre, die es gebraucht hat, bis Dane over SMTP, ich spreche jetzt gerade über der over SMTP, zum Standard geworden ist, was für eine IETF eigentlich recht schnell ist. Geholfen hat sicherlich der ganze Trubel um Edward Snowden und all die Sachen, die damit sozusagen hochgekocht sind oder hochgekommen sind und all die Bemühungen, die man seitdem unternimmt. Wichtig ist, möchte ich bitte hinzufügen, die Dane over SMTP-Geschichte, da hat man angefangen, darüber nachzudenken und Spezifikationen zu schreiben, bevor Edward Snowden sich an die Öffentlichkeit gewendet hat. Bei den Implementierungen, die wir machen und bei den Kunden, wo wir sind, hören wir immer wieder, ja, Dane ist eine ganz tolle Geschichte, aber wir müssen ja unser DNS dann verändern, da braucht man DNSSEC und das ist Mission Critical. Plötzlich, weil DNS vorher nie Mission Critical war. Dann im Grunde bedeutet Mission Critical nur, dass die dort DNS machen, entweder zu wenig Ressourcen haben, um DNS ordentlich zu machen, oder dass vielleicht Leute da sind, aber das DNS trotzdem nicht ordentlich gemacht wurde. Deswegen gibt es jetzt einen Versuch, Dane für Arme zu machen. Das ist noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Es nennt sich SMTP-STS. Das sagt im Prinzip, du machst über eine nicht DNSSEC-geschützte Strecke eine Ansage darüber, wer da jetzt möglicherweise SMTP StarTLS unterstützt oder nicht. Kurze Wertung von mir, wenn man die interessanten Dinge wegnimmt, hat man SMTP-STS. Ja. Mal schauen, wie weit es kommen wird. Was haben wir zurzeit an Verbreitung in Deutschland? Wir sind bei ungefähr 1%. Ungefähr 1% habe ich einfach mal so statistisch zusammengerechnet aus den Serverlogs bei den ISPs, bei denen ich mit auf die Plattform drauf kann. Da höre ich dann meistens immer, wow, nur 1%, und dann so kichern, ja, das wird es ja nie schaffen. Keine Ahnung, ob es jemals schaffen wird, aber ich denke, die Denke, die dahinter steckt, ist in der Regel die falsche. Es geht nicht darum, wie viele Domains Dane anbieten, ja, es geht darum, was für eine Coverage ich habe. Mein Beispiel ist immer, es hat eine ganz andere Coverage, ob dieses 4 Dane anbietet, was wir seit 2013 machen, ja, oder ob die Telekom plötzlich Dane macht. Das steckt eine ganz andere Menge von Kunden dahinter, und wenn die dann an den Start geht, ja, dann hat man plötzlich viel mehr Leute in dem Bereich geschützt und auch viel mehr der Standardkommunikation, die im Netz an dessen Geschichten unterwegs ist. Die Großen sind neugierig, habe ich aufgeschrieben. Ich war im Juni in Dublin auf der MOG-Konferenz und habe dort über Dane gesprochen, über die führende Rolle, die Deutschland dabei einnimmt, weltweit. Und direkt vor mir saßen an einem Tisch total friedlich vereint Google, Microsoft, Yahoo und auch Leute vom IETF. Und keiner von den Providern hat auch nur irgendwie daran gezweifelt, dass sie Dane gut finden oder dass sie es machen wollen. Die haben sich vielmehr mit den Fragen beschäftigt, was sind die Risiken, wenn wir Richtung operativ gehen, ja, was muss man dabei beachten? Da ging es dann ganz viel darum, zum Beispiel wie wenn ihr eine eigene Top-Level-Domain habt bei euch drinnen und die nicht in der Root-Zone drin ist, dann solltet ihr vielleicht überlegen, dass ihr vorher Ausnahmen schafft, nicht, dass eure eigene hauseigene Top-Level-Domain plötzlich verschwindet, sobald ihr auf DNSSEC geht, und lauter so Geschichten. Was sehr schön ist,
Für mich, weil ich so viel mit denen unterwegs bin und mir das auch so persönlich so wichtig ist, ist, dass das BSI sich mittlerweile gemeldet hat und gesagt hat, ja, wir wollen den haben. Sie haben eine technische Richtlinie mit dem wunderbaren Namen TR-03108, sicherer E-Mail-Transport, auf den Start, in den Start gebracht, der momentan einen Draft-Status hat. Diese Richtlinie besagt, dass von einem BSI-zertifizierten Mail-Provider erwartet wird, dass er auch DANE mit unterstützt. Diejenigen, die heute BSI-zertifiziert sind, müssen spätestens zur Rezertifizierung DANE mit supporten. Das ist ungefähr zeitgleich oder kurz vorher kam die Meldung, dass Web.de und Gmx DANE einführen werden. Also da kann man sagen, dass das, glaube ich, irgendwie auch die in der Arbeitsgruppe mit dabei sind. Falls von euch jemand irgendwie sich in den Bereich mit hinein arbeiten will, das BSI sucht gerne noch irgendwie Firmen, die sich da auch mit beteiligen wollen, um an dieser Richtlinie die weiter auszuarbeiten. Ich war die Woche im ECO-Arbeitskreis Kompetenzgruppe für E-Mail. Da waren auch jemand vom BSI da und die wirken da, also was soll man sagen, die hinterlassen ganz klar den Eindruck, die wollen, dass Leute mitarbeiten daran. Die wollen es nicht alleine machen. Als ich letztes Jahr hier war, habe ich hauptsächlich darüber gesprochen, dass DANE für SMTP zu gebrauchen sei und wir haben hauptsächlich über StartLS gesprochen. Mittlerweile kann man, glaube ich, viel klarer sagen, dass DANE ein Framework ist. DANE ist ein Framework, um im Grunde Policies nach draußen zu verteilen, sodass irgendjemand, der einen bestimmten Service nutzen möchte, sich vorher über DNS Informationen holen kann, wie denn die eine bestimmte Technologie einsetzen wollen. Ja? Also bei SMTP ist es so, ich kann vorne Ansage machen, hör mal, dass er bei der Kanzler-TLS und daran kannst du ihn erkennen. Ich kann aber auch opportunistische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglichen und kann sagen, ich publiziere PGP-Keys im DNS, die Pub-Keys, ja, oder die Public-Part davon. Oder ich kann sagen, ich publiziere von einem SMIME-Zertifikat den Zertifikatsteil im DNS. Entsprechende RFCs dafür sind unterwegs, die jetzt auch wohl erstmal finalisiert werden, aber als experimental markiert werden, weil man sich in einer Arbeitsgruppe nicht darauf einigen konnte, wie zum Beispiel der Local Part gehasht werden soll. Und ja, da gab es Sorgen darüber, die Grundregeln für SMTP besagen, dass der Local Part case-sensitive sein darf. In der Praxis scheint es aber niemand zu machen, aber weil es diese Grundregel gibt, muss man schauen, dass man einen kollisionsfreien Hash dann kriegt für den Local Part und so weiter. Und da gab es viel Ärger, keine große Einigung, deswegen hat man gesagt, man macht es erstmal experimental und dann schauen wir weiter, ob es wirklich zu Schmerzen führen würde. Auch da hatte ich das BSI mit dran gehängt, hatte gerade eine Ausschreibung unterwegs zum Thema EasyGPG, ja, und sucht jetzt auch gerade in der Ausschreibung nach Unternehmen, die sich da mit einbringen wollen. Und eben auch mit dem Ziel darauf hinarbeiten, dass es eine, wie habe ich da betont, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geben soll, bei der alle Vorgänge automatisiert sind, ja, und auch die öffentlichen Schlüssel automatisiert verteilt werden. Das ist genau das, wo es da hineingeht. Das ist aber auch das, was GNU-PG mit Steed, glaube ich, so heißt der Name, schon vorformuliert hat. Und auch dem, an der Geschichte soll zurzeit auch mitgearbeitet werden. Hier ist ganz klar die Zielrichtung. Das soll so einfach werden wie, ich habe so ein Gerät nicht, aber wie ich es mir erzählt bekomme, wenn man irgendwie auf dem iPhone irgendwie vor sich hin chattet, dann passiert das auch schon längst verschlüsselt und zwar so, dass gar kein User irgendwas jemals davon gemerkt hatte. Das soll einfach völlig transparent werden. Für die, die nochmal zum Thema DNSSEC und DANE nachlesen wollen oder sich möglicherweise sogar mit Videotutorials berieseln lassen wollen, empfehle ich einfach bei heise.de auf /thema/DANE zu gehen. Da gibt es ein großes Listing, hier ist schon ein Teil des Listings aufgelöst über eine URL. Und da ist alles, was wir auch mit dem Heise BSI und dem DENIC dieses Jahr zusammen als DNSSEC Day veranstaltet hatten, zusammengesammelt. Wer selber testen möchte, letztes Jahr war ich noch mit einer ziemlich rohen Rohversion da. Mittlerweile ist der Validator recht stabil geworden. Der kann nach danesys4.de gehen, kann dort seine Domain eingeben, kann herausfinden, wie weit es denn bis zum DANE fehlt oder ob er sogar möglicherweise gerade irgendwelche Fehler in der Implementierung von DANE hat. So viel zum DANE Roundup. Jetzt haben wir Dinge, die uns gerade beschäftigen, von denen ich mir erhoffe, dass sie euch auch beschäftigen und dass sie euer Interesse finden. Das Erste ist ein Tool, das ich State nenne. Ich habe auch gleich ein schönes Buzzword mitgebracht fürs Buzzword Bingo. Deep Service Probing soll dieses Ding machen.
Bei State geht es darum, herauszufinden, in welchem Status sich ein bestimmter Service befindet. Hintergrund ist, es ist ein paar Jahre her, dass ich mit Ralf Hildebrand, den kennt ihr womöglich auch, wenn ihr euch mit Postgres beschäftigt, an einem recht großen E-Mail-Projekt gearbeitet habe und das irgendwann eine Komplexität erreicht hat, wo wir gemerkt haben, wir kommen selbst als erfahrene SMTP-Leute an Probleme, wo wir so strukturiert testen können, wie wir wollen. Das kracht einfach immer. Irgendein Test vergisst du, irgendwas passt nicht in den Katalog und so weiter und so fort. Wir haben uns mit ein paar Skripten geholfen. Aus den Skripten ist mit der Zeit ein Programm geworden. Dieses Programm, von dem ich spreche, ist State. Was ist das? Das Grundproblem, dem wir uns da ausgesetzt sehen, ist erstens, wir haben jetzt alle angefangen, ganz viel mit Configuration Management Systemen zu arbeiten. Das heißt, wir haben sehr viel plötzlich in der Lage, unglaublich viel Quantität zu produzieren. Wir haben auch Tools, mit denen wir im Sinne von Continuous Delivery auf die Konfigurationen, die wir dabei generieren, draufschauen können und schauen können, ist denn die Konfiguration so angekommen, wie sie wollte, etc. pp. Was uns aber eigentlich fehlt, das ist zumindest unsere Auffassung, sind Tools, mit denen wir in die Services, die dann später deployed werden, richtig reinschauen können. Was man heute machen kann mit klassischem Monitoring ist zum Beispiel, ich bin jetzt aus der SMTP-Welt, ja, auf Port 25 anklopfen und gucken, ob der Service abhebt. Man kann eine Start-TLS-Verbindung aufbauen und kann schauen, ob da ein Zertifikat dann da ist, ob das alles funktioniert. Aber was ich nicht machen kann, ist zum Beispiel eine Content-Policy prüfen, die besagt, dass ich dem Server ein Virus schicken soll. Der Server soll dieses Virus annehmen, so völlig klaglos. Er soll es drin in Quarantäne legen, er soll die Zustellung, den Transport unterbinden und soll den Empfänger benachrichtigen. Das sehe ich nicht. Alles, was ich mit den normalen Tools sehe, ist, dass ich draußen was abgegeben habe, der Server sagt, vielen Dank. Diese eigentliche Policy dahinter ist, die kann ich nicht erkennen. Bei uns war das so, dass wir angefangen haben, diesen Service aufzubauen, diesen Service auszubauen und der dann über einfach eine Abfolge, wie es ganz normal ist, mehrere CRs, das System eine Komplexität erreicht hat, wo wir plötzlich, ohne dass wir es wollten, Regressionen drin hatten. Und ich spreche jetzt nicht von Programmierung, aber ich bediene mich dieser Welt jetzt dann auch, sondern ich spreche von Administration. Die Probleme, die wir da haben als Administratoren, sind aber dieselben, die man aus der Programmierung kennt. Ja? Also du arbeitest in der Konfiguration und plötzlich hast du irgendeine Regression drinnen. Du arbeitest weiter, du testest, du hast vielleicht sowas wie ein Unit-Testing. Irgendwann bin ich wirklich dann zu diesem Satz verstiegen, dass nobody wants SLR, everybody wants service. Ich meine, es ist schön, SLRs zu haben, aber sich am Schluss zu prügeln, weil die SLRs nicht eingehalten wurden, bringt auch nicht viel. Die Leute hätten gerne gehabt, dass der Service funktioniert. Das ist das passende Bild zum Thema Service Probing, wie es Monitoring heute meistens macht. Es klopft draußen an der Tür und fragt alles, ob alles okay ist. Ja. Und dann sagt der Irre zu der Polizei, ja klar, hier drin ist alles in Ordnung. Ja. Und hinten hat er das Messer in der Hand. Ja. Also du weißt an der Tür nicht wirklich, was drinnen passiert. Da wollen wir gerne dahinter schauen. Und sind, sag mal so, wir haben uns auf den Weg gemacht. Nicht, dass wir da wären, aber wir haben uns auf den Weg gemacht. So ein Tool soll, wenn möglich, am Anfang helfen, die Requirements zu erfassen. Das heißt, möglicherweise schreibe ich, wie man sich auch mal gedacht hat, einfach Tests, mit denen ich später den Service teste. Ich habe dann, während ich diesen Service aufbaue, eine Art Unit-Testing. Das heißt, ich kann diese Tests nehmen und kann sie ständig gegen den Service laufen lassen. Und idealerweise habe ich dann, wenn das Testing-Tool irgendwann sagt, ich habe 100% aller Tests bestanden, auch den Service in den Konfigurationszustand gebracht, den der Kunde angefordert hat. Das heißt, ich kann sagen, das Produkt ist jetzt ready to delivery und kann es zum Kunden rüberbringen, kann mit dem Kunden dran arbeiten und kann dann irgendwie sagen, pass auf, was schaut's, wollen wir eine Abnahme machen? Ja, dann lasse ich einfach wieder dieselben Tests durchlaufen mit einem Report-Protokoll, wo man sehen kann, die und die Tests sind durchgegangen und gut ist. Später, ein Jahr später, keine Ahnung, irgendjemand hat lange nicht drauf geschaut, kommt der Kunde und sagt, wir hätten da ein CR, das war schön, bitte können Sie noch. Dann nehmen wir dieselben Tests wieder von vorher her, holen die wieder raus. Wir wissen, was wir heute einhalten müssen. Wir schreiben neue Tests dazu. Wir wissen, was in Zukunft sein soll. Und dann geht dieser ganze Prozess weiter. In der Zwischenzeit können wir das Ganze in eine Art, Vorsicht wieder, Bingo, Buzzword Bingo, eine Art Continuous SLR Probing einbauen. Das heißt, wir können in der ganzen Zeit das Ganze einem Monitoring übergeben, das diese Tests regelmäßig abfeuert und schaut, werden denn diese Tests, die wir für den Service definiert haben, noch weiterhin eingehalten. Wo stehen wir da heute? Das Ding hat einen Namen, das war schon ganz wichtig. Wir wollen mit dem Tool in der Lage sein,
irgendwann einmal Funktions- und Performance-Tests zu machen. Da wir uns als erstes unsere eigenen Sorgen irgendwie so ein bisschen in den Griff kriegen wollten im SMTP-Bereich, haben wir uns erstmal auf Funktionstests beschränkt, weil es gibt Tools, mit denen man Performance-Tests im SMTP-Bereich machen kann. Wenn die nicht besonders schön sind, aber sie funktionieren zumindest. Und wir haben angefangen, ein Framework aufzubauen. In diesem Framework kann man eine beliebige Anzahl von Tests definieren. Da hat man eine Art, ich denke mal Richtung Git, ein Repository, in dem liegen Tests drinnen. Diese Tests kann ich mit anderen Leuten teilen, ich kann sie aktualisieren, ich kann sie mergen, wie auch immer. Ich kann eine beliebige Anzahl von Tests aus so einem Repository nehmen und in einem Testset zusammenfassen, zum Beispiel für den Server X meines Kunden B. Kann für diesen Server spezifische Parameter mitgeben, zum Beispiel welche Testdomain, welche User gibt es da drinnen, welche Authentifizierungsparameter, was für ein Fingerprint sollte man beim TLS-Zertifikat erwarten, etc. Und kann es dann diese abstrakten Tests nehmen, zusammen mischen mit den domain-spezifischen Daten dieses Kunden und kann die auf den Kunden loslassen. Wir haben ein Plugin-Interface mit da an die Seite gestellt, mit dem man dann auch möglicherweise andere Test-Tools oder Treiber noch einbinden kann, die jetzt dann nicht SMTP sprechen, sondern vielleicht DNS oder irgendwelche einfach nur Pakete Richtung Firewall schicken. Wir haben, da gibt es noch einiges zu machen, aber wir haben schon viel in einem Command-Line-Interface gearbeitet, damit auch das ein brauchbares Interface ist, mit dem man arbeiten will. Ja. Und wir haben uns darauf bemüht, dass das auch so entsprechende Exit-Stati so zurückgibt, dass das ein Monitoring einfach verarbeiten kann, sodass ich dem Monitor sage, bitte nimm dieses Ding für den Test aus dem Set XYZ aus und wenn der Return-Code so und so ist, dann war alles gut und wenn nicht, dann gib Alarm. Dieses Framework hat uns viel beschäftigt, deswegen haben wir uns erstmal für den Anfang mal SWOX mit eingebunden. Ich weiß nicht, wer kennt SWOX? Sehr schön. Swiss Army Knife for SMTP. Ist ein wunderbarer in Perl geschriebener Client, mit dem man unglaublich viel Unsinn machen kann. Genau das, was man machen will, wenn man E-Mail testen will. Man will auch kaputte E-Mail produzieren. Das kann der sehr gut. Bitte? Ja. Ja, aber mit SWOX geht es auf der Kommandozeile. Nein. Was steht auf der Hausaufgabenliste für uns jetzt gerade? Ganz viel Testing. Da denke ich auch daran, dass wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt mal an die Öffentlichkeit wagen und sagen, hallo, hier ist eine Alpha, bitte nehmt es mal mit, haut's drauf und haut uns bitte nicht um die Ohren, sondern sagt uns, was besser werden soll. Überraschenderweise steht auch Dokumentation an. Ne? Und was ich gerne mit an den Start bringen wollen würde, wäre eine Gruppe von vordefinierten Testsets, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mich da zum Kopf und Kragen rege, ja, ein Testset für RFC-Compliance, wie kann ich testen, ob der Server eigentlich die grundlegenden Regeln von RFC-Compliance einhält, TLS-Set, Authentication-Set und mal schauen, so klassische Abuse-Geschichten, die man mal auf den Server loslassen könnte und schauen könnte, auf was davon fällt da rein. Da muss ich mir noch überlegen, ob der Anwalt dann irgendwie ein Problem damit hat. Und ganz wichtig, das wäre mein Wunsch, ob es uns vielleicht gelingt, daraus dann eine Community entwickeln, weil ich will eigentlich mich gar nicht damit beschäftigen, für jede Testsituation einen Test zu schreiben. Ich fände es viel schöner, wenn es eine Community sich herausbilden könnte, die Tests entwickelt, die Tests miteinander shared, wo man sagt, ach, ich habe aus dem großen Testset mir gerade ein Set runtergeholt für bestimmte Testszenarien, die jemand anders geschrieben hat, die muss ich jetzt nicht selber entwickeln. Vielleicht kann ich das auch gar nicht, aber ich kann das Wissen eines anderen benutzen in meinem Set drinnen. Was ist auf unserer Roadmap? Ein Native SMTP-Prober, SWOX irgendwann sozusagen sein lassen. Ich muss dazu sagen, State ist in Python geschrieben. Wir wollen auf der Gegenseite einen Observer haben, der es uns einfacher macht, in die Tests hineinzuschauen und einen Reporter, der uns dann auch sagen kann, ja, ich habe da hineingeschaut und dieses Szenario, das ich gerade vorher dargestellt habe, bei dem so eine Mail vom Antivirus-Tool genommen werden soll, in Quarantäne, Übernachtung, also dann, das kann dann der Observer von der Gegenseite hinein hinkriegen, noch Introspektion. Performance-Testing, Prober, da stellen wir uns, naja, wir machen halt viel SMTP und DNS gerade vor, dass wir uns als nächsten einen Prober entwickeln würden, der auch DNS-Tests möglich macht und Firewall war auch schon im Gespräch. Da jetzt Frage an euch, fällt euch etwas ein, von dem ihr denkt, dass ihr sinnvollerweise gerne hättet und dass man in die Richtung denken sollte? Okay. Wenn später was einfällt, gerne an p@sys4.de.
Und ansonsten, was noch ansteht, ist, war ich das? Nee. Okay. Ansonsten heißt es für uns auch noch an vielen Stellen einfach Back to Reading, Sachen nachschauen. Das ist James Bach, das ist jemand, der sich sehr viel im Bereich Testing umtut und dem habe ich übrigens auch den Namen dann Probing zu verdanken, der sagt, Testing ist etwas für Menschen, weil Menschen Kontext begreifen können, Maschinen können es nicht so gut, die können höchstens Probing machen. Deswegen ist das Tool zum jetzigen Zeitpunkt erstmal etwas Richtung Probing gedacht. Ja. Solange man mich hören kann. Das nächste Projekt, an dem wir gerade schrauben, nennt sich Dubio. Für die Lateiner in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Dubio schickt sich ein, ein Abuse Handling Framework zu werden. Ist auch aus der Not bei uns heraus geboren. Dubio gibt es aber schon viel länger als Idee. Also das ganze Ding ist irgendwie seit 2009 laufe ich damit durch die Gegend in einer Spätnacht. Wahrscheinlich war es ein Sonntag, oder? Wenn man mal nachzurechnen, was für ein Tag war. Irgendwann habe ich dann die Domain konnektiert. Worum geht es bei Dubio? Das Problem ist, dass wir, so wie wir heute Strukturen aufbauen, Strukturen nicht mehr so aufbauen, dass wir alles auf einen Host draufbringen. Das geht entweder aus Lastgründen nicht oder das geht aus architektonischen Gründen, die in einer bestimmten Dienstlandschaft vorgegeben sind, schon gar nicht mehr. Das heißt, wir arbeiten uns auf so, wie ich geschrieben habe, Multihost verteilte Dienstarchitekturen hin, Stichwort Microservices, und haben das Problem, dass viele, zumindest in der SMTP-Welt, viele der Tools, die es da gibt, nicht wirklich für netzwerkübergreifende oder hostübergreifende Zusammenarbeit geschrieben worden sind. Den haben wir bei uns jetzt viel geholfen, indem wir einfach selber Klebstoff mit dazu gebaut haben und den Tools, das wo es immer geht, dann irgendwie beibringen. Es ist aber so, dass das möglicherweise sich gerade noch in den Bereich von Finden und Verhindern hineingeht. Ich denke mal an sowas wie im SMTP-Bereich, an sowas wie Amavis. Ja. Wenn es aber weitergehen soll, dass man damit ganze Prozesse hinkriegen möchte, wie ich habe gerade festgestellt, dass ein Account plötzlich mit einer Rate von X sendet und wir haben dann festgestellt, dass es sich um Spam handelt und dass es weiter und so fort, dass man das Konto automatisiert sperren möchte. Das ist das letzte Wort, das ist ein wichtiger Wort, der letzte Begriff, sperren möchte. Da reichen dann solche Tools nicht mehr und da kann man jetzt dann unendlich viel Klebstoff basteln oder man kann sich mal hinsetzen und kann sagen, das haben wir immer wieder bei allen Leuten, wir brauchen irgendwie ein Framework, das miteinander, untereinander verschiedene Komponenten hat, die miteinander sprechen können. Möglicherweise sogar eins, das ist etwas, was wir in der SMTP-Welt gerade viel haben, wo man interdomain zusammenarbeitet, also wo dann Hoster sich zusammentun und sagen, hör mal, du kannst, wenn von dir drüben ein Angriff kommt, irgendwie bei uns drüben was sperren lassen, weil wir möglicherweise die Quelle des Angriffs sind, etc. Also da Sachen schneller austauschbar machen. Das Ganze ist ein klassischer Agentenansatz. Wir haben dazu ein paar, erstmal einen Kommunikationslayer gebaut. Momentan ein sehr einfaches, weil wir solche sehr wohl sehr schönen, schicken Dinge wie ein ZeroMQ oder MQTT oder wie sie denn alle heißen, alle ganz toll finden, aber eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht brauchen. Ne? Wenn wir da über verschiedene Betriebssysteme arbeiten müssen, dann wird es wahrscheinlich relevant, müssen wir mal schauen. Oder verschiedene Programmiersprachen. Aber jetzt ist es noch sehr einfach. Wir haben ein paar Sensoren am Start, ein paar Aktoren und einen zentralen Controller-Scheduler, der dann Aufgaben annimmt. Die Sensoren nehmen zum Beispiel wahr, da ist eine bestimmte Rate, die überschritten wird oder ein bestimmtes Passwort, das irgendwie, ein bestimmter Account, der gerade abgefischt wird. Daraufhin wird der Controller benachrichtigt, der löst eine Aktion, eine bestimmte Anzahl von Aktionen aus, die dann von bestimmten Aktoren ausgeübt werden. Diese Aktoren stehen an bestimmten Punkten im Netzwerk, wo sie denn stehen dürfen. Denk mal an so sich gegenseitig abschottenden Zonen, wo man dann vielleicht nicht haben möchte, dass der Sensor direkt zugreifen darf in einen Bereich, wo der LDAP-Server steht oder solche Dinge. Module, die wir gerade am Start haben, sind Sachen für eine Notification, einmal so Richtung Admin oder auch Customer Service, aber auch zum Beispiel für den Customer selbst. Wir haben gerade Ihr Konto gesperrt, da war Abuse drauf, bitte melden Sie sich beim Support, beim Helpdesk und so Geschichten. Listing für die Leute im Customer Care, damit die wissen, was los ist. 5 Minuten, links. Ah, left. Left. Ja. Rechts. Und ein Tool, das
und ich meine auch gerade zum Thema Reputation. Das heißt, wir erfassen nicht nur einmal, wenn irgendwie was schiefgegangen ist, sondern wir prüfen auch bei den Kunden, ob das mehrfach passiert, weil es gibt auch so die Abteilung der Unbelehrbaren, dem muss man möglicherweise mal anders begegnen oder vielleicht früher schon Alarm schlagen. Module, die konkret was blocken, die zum Beispiel dann einen Account disablen oder sowas. Wir haben einen SMTP-Anomalie-Detektor, das ist die Spielwiese, die mir gerade viel Spaß macht, darüber nachzudenken, was ist denn normal und was ist anormal und was ist das ein schönes Indiz, um dann jemanden zu blocken oder nicht oder was anderes zu machen. Und auch kam gerade vorher schon Stichwort Richtung Kritis, ja, möglicherweise ein Modul zum Reporten, damit man, wenn solche Dinge passieren und die wirklich irgendwie außerordentlich sind und nicht irgendwie Standard-Abuse am Tag sind, damit man die möglicherweise auch sehr standardisiert und kostengünstig reporten kann. Das war's. Wenn es Anregungen gibt, Ideen gibt, gerne in meine Richtung. Danke.